Das folgende Video wird Ihnen präsentiert von Tarifcheck, das Online-Vergleichsportal. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr dabei seid, heute vor dem Atlantic Hotel. Ich begrüße euch recht herzlich zur 70. Movie Meets Media. Wir treffen natürlich wieder mal auf einige Celebrities, Star, Sternchen, Schauspieler, Musiker, Rapper, keine Ahnung, was da alles rumläuft. Wir werden den einen oder anderen definitiv vor die Kamera bekommen und haben natürlich die ultimative Frage. Wir dürfen ja als Team immer ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr filmen. Ja, zu Recht. Zu Recht, weil man ja nie weiß, wie das Ding endet. Genau, da werden Kinder gezeugt, Ehen geschieden, ja. Sodom und Gomorra, kann ich Ihnen sagen. Da ich allerdings immer schon früher nach Hause gehe, habe ich das auch nur vom Hörensagen mitbekommen. Daher meine Frage. Was denn? Ja, ich kann ja nicht dazu. Ja, ich habe sowas von Bilder gerade. Ja, also von irgendwelchen Orgien und so, ja. Daher meine Frage. Ja. Nie. Also ich hatte nie einen Absturz auf eine Party gehabt. Nie. Ich trinke nicht, rauche ab und zu mal eine Zigarre, aber sonst mache ich nichts. Ich habe keine Drogen, keine Pillen, nehme gar nichts. Warum soll ich einen Absturz haben auf der Party? Da gehe ich jetzt gar nicht hin. Wenn es mir nicht gefällt, gehe ich nach Hause. Also ein Absturz, so besoffen oder Theke hängen und so, das gibt es von mir überhaupt gar nicht. Oder anders, wen haben Sie denn als letztes unter der Theke mal gesehen? Unter der Theke gesehen? Weiß ich nicht. Also hören Sie mal zu. Ich bin ja kein Säufer. Und die Säufer, die sollen saufen und sollen machen, das überlasse ich denen. Aber das juckt mich überhaupt gar nicht und ich schaue da gar nicht hin. Ich trinke sehr wenig Alkohol und auf dem letzten Event, Netflix-Party in Berlin, habe ich wirklich ein kleines Säckchen getrunken. Ich sage nie wieder Alkohol auf Events, also ihr werdet von mir heute Abend nichts sehen, sorry. Habe ich daraus gelernt. Ne? Also ich bin so ein Mensch, ich lerne aus Fehlern. Okay, say no to alcohol. Richtig? Ab und zu, ich finde, Alkohol ist sowas wie Medizin, weißt du? Also du kannst so einen kleinen Schluck nehmen, mal, so wie du auch Medizin mal nimmst, aber es nicht übertreiben oder kontinuierlich nehmen. Ich glaube, das ist so das Geheimrezept mit Alkohol. Bei mir war es wirklich ein Oktoberfest, jetzt gerade bei der Angermeiernacht. Aber das war das erste Mal seit Ewigkeiten ohne Kinder und dann dachte ich mir, ich lasse heute mal die Sau raus und es war so gut. Hangover? Leider Gottes wirklich ein ganz, ganz böser. Ja. Wir hatten viel vor am nächsten Tag, wir mussten nach Hause fahren. Also. Aus Berlin sind wir dann nach Hause gefahren. Also du auch? Ja, ich bin gefahren. Ach so, sie hat Hangover. Der Kater war ein bisschen größer, ja. Was war bei dir? Gute Frage. Ich würde sagen, der Abend war schon sehr, sehr stark in Berlin. Den zähle ich vielleicht jetzt auch mal dazu. Aber ich habe ein bisschen noch die Kurve bekommen. Also mir ging es nicht ganz so schlecht. Vielleicht, weil ich ein bisschen in Übung bin. The crazy hangovers. I mean, I used to party like a rock star when in my... Now I calm down a little bit. Now I drink... Since 2 days. Maybe one... Yeah. Maybe once a week I drink, but back in the day, my gosh, I could party for a week at a time, you know. So I've had some massive hangovers, but now it's a little bit calmer. Ich bin 42 Jahre alt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Auch da müsste ich nachdenken, wenn ich ehrlich antworten soll. Das lasse ich jetzt im Raum stehen. Ich trinke ja keinen Alkohol, deswegen bin ich da relativ safe. Ich hab so ein Glück in meinem Leben, weil meine Zeit als Partygirl, und die hatte ich, war die Zeit ohne Social Media, ohne Smartphones. Und da ich mich auch nicht mehr dran erinnern kann, kann ich Ihnen nicht mal irgendwas Schmutziges erzählen. Aber es war sicher herrlich. Was waren so die lustigsten Momente, die Sie mal persönlich erlebt haben nach 22 Uhr, wo die Presse nicht dabei war? Keine Ahnung, Kollege lag unterm Tisch mit einer Flasche. Naja, das machen die ja immer, aber mich interessiert das ja alle? Nicht. Na, viele. Viele mit dem Glas, ehrlich? Nein. Martin Krug sitzt gerne spätabends am Klavier und spielt sehr schön. Der ist heute nicht da? Doch, natürlich ist der da, den habe ich schon gesehen. Sie sollen... Echt? Ja. Ja, nur vorbeigelaufen. Okay, er hat gut. Nur keinen Bock auf diese ganzen Fragen hier. Ja. Und was auch sehr schön ist, ist, mir ist mal hier ganz herrlich, und da hatte ich aber so Strumpfhosen an und sehr, sehr hohe High Heels, mein Absatz abgebrochen. Das sah so richtig schön bescheuert aus und dann war der Abend auch gelaufen. Aber es war auch schon spät, also von daher. Wenn ich den großen Klaus mal sehe in meinem Leben, will ich mit dem einmal nur, ich weiß, du hast keinen Bock mehr, den Song zu singen, aber ich würde nur dieses Lied mit dir singen. An der Nordseeküste, oh, ho, ho, am plattdeutschen Strand sind die Fische im Wasser.
und selten an Land. Jawohl, Klaas ist gefeuert. Weil du von der Sauferei sprichst, will ich dir mal eine Geschichte erzählen. Bitte. Also, wir haben in Belair in unserem Haus immer so 240 Gäste gehabt, wenn wir eine Party haben. So. Und irgendwann, ganz am Anfang, wo ich drüben war, da hatten wir eine Party, da sagte meine Frau, hör mal, wir hatten eine wunderschöne Bar. Da sagt sie an der Bar, hör mal, da ist ein Typ, der fällt gleich hin, so besoffen ist er. Da habe ich ihn angeschaut, ich sage, komm, hab einen Arm rum, hab ihn so genommen und hab ihn raus ins Auto gebracht. Da dachte der Fahrer, ich nehme ihn schon. Ich sage, nein, nein, mach die Tür auf, ich setze ihn rein. So, da hat er die Tür aufgemacht, ich habe ihn reingesetzt, alles okay. Dann schaut er hoch, da sagt er, thank you, sir, zu mir. Das war der Frank Sinatra. Wir hatten sie ja alle bei uns in Belair. Alle, Kirk Douglas, Wilber, die waren ja alle bei uns. Aber ich war noch nicht da. Ja, dann bist du nicht gekommen. Na, ja. Oder hast du dich nicht selber eingeladen? Ja, das muss man machen. In Hollywood muss man sich selber einladen. Du tust alles für die Tiere. Bist du ein Fan von der militanten Veganerin eigentlich dann? Da möchte ich mich an dieser Stelle nicht äußern. Ich finde es immer gut, wenn Menschen was für Tierrechte tun, was für die Tiere tun. Allerdings möchte ich mich gegen gewisse nicht gegenüberstellen, mit gewissen Konzepten kann ich mich nicht. Ich bin sowohl Freund von Mensch und Tier und dazu möchte ich mich nicht äußern. Ja. Was war das Coolste, worauf ihr gerne zurückblickt, das Schönste und was war, wo ihr sagt, oh nee, das hätte nicht sein müssen in diesem Jahr? Ehrlich gesagt ist so viel passiert, da könntest du wirklich Bücher schreiben, Bücher füllen, von dem her, ich müsste in Klausur gehen und es würde ein bisschen dauern, um das Schönste und das Schlechteste herauszufiltern. Ein Beispiel? Obwohl, das Schönste war natürlich die Verlobung. Schau mal hier, 21. Januar, 21. Januar 23 und das Schlechteste war, naja, ich weiß ja nicht, was du alles wisst. Also ich weiß einiges, aber es liegt ja im Auge des Betrachters. Vielleicht sind ja Dinge für euch anders als für uns, weißt du? Manchmal relativieren sich halt auch Sachen, ne? Von dem her, ja. Ist so, ist so. Worauf freut ihr euch denn nächstes Jahr? Was für tolle Projekte gibt es von euch? So, das ist meine Frage, die euch wahrscheinlich heute noch nicht gestellt wurde, oder? Wir haben so viele große Projekte, aber wir können nicht darüber diskutieren oder reden. Oh, momentan, musst du nicht diskutieren, aber next year, erklären. Aber next year is going to be etwas komplett anders für uns. You do the same. Hochzeit. Naja, das ist ja zu erwarten. Ne? Also ich werf das mal in den Raum. Das ist doch mal ein gutes Thema. Ja. Wenn wir den mal jetzt mal backen dürften, wie groß soll er sein? Erste Frage. Also erstens größer als ich. Ich bin 1,74 ohne Schuhe. Und er darf so ein Hauch größer sein als ich. Ja, geht? Passt? Also, okay. Ich habe High jetzt an, alles gut. Okay, gut. Ja, also größer darf er sein. Welche Augenfarbe soll er haben? Das sowas finde ich ganz kindisch, über sowas irgendwie nachzudenken oder sich das so zusammenzustellen. Man hat doch immer so einen Traumtypen. Aber nee, aber das Gesamtpaket muss ja stimmen. Also lieb soll er sein. Lieb soll er sein. Normal, weil bekloppt bin ich ja schon. Reicht dir ein Bekloppter in einer Beziehung? Ein Bekloppter reicht. Reicht, genau. Was ist mit Sternzeichen? Auch das ist mir wurscht. Schuhgröße. Na, kleinere Füße als ich sollte nicht haben, das ist irgendwie merkwürdig. Welche Schuhgröße haben Sie? Ich habe Riesenfüße, 40. Aber ich bin auch ein großes Mädchen. Ja, aber ich würde ja vorn überkippen, wenn ich nicht große Füße hätte. Ist so. Ich habe 44. Ja, das geht doch. Geht, ne? Ja. Schuhtechnisch matchen mich. Läuft. Nein, lieb soll er sein. Das ist das Wichtigste. Wirklich. Scherz beiseite. Ne? Einfach also mal ich bin auch vergeben, Liebes. Meine Freundin erschießt mich, wenn sie das hier sieht. Das glaube ich nicht. Oh ich doch, sie kennen meine Freundin noch nicht. Das glaube ich nicht. Vielleicht lerne ich sie ja Ostern kennen. So. Schönen Abend wünsche ich Ihnen. Das war's von der Movie Meets Media 2023. Die Celebrities sind alle durchgelaufen. Ich denke, den einen oder anderen haben wir überzeugend dazu gebracht, mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und die jetzt hier vorbeilaufen, sind nicht relevant. Tschüss. Tarifcheck, das Online-Vergleichsportal, präsentierte Ihnen das Interview.